Michael Nirvaran im Doppelpack und Christoph Maria Herbst als CIA-Agent gibt es zu sehen im Spielfilm Die Mamba – Gefährlich lustig. Die Mamba – Gefährlich lustig geht ca. 92 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und ist eine deutsch-österreichische Co-Produktion aus dem Jahre 2014 und handelt von der Geschichte von der Mamba, gespielt von Michael Varani. Er ist ein internationaler Top-Terrorist, ein tödlicher Nahkämpfer, Scharfschütze, Sprengstoffexperte, Meister der Maske und der Täuschung. Hossein Sarivi, ebenfalls gespielt von Michael Varani, dagegen ist braver Ehemann und Sounddesigner in einer Keksfabrik. Beide sehen sich zum Verwechseln ähnlich, sind sich aber noch nie begegnet. Während der tollpatschige und exzentrisch naive Sarivi auf heimlicher Jobsuche ist, damit seine dominante Ehefrau Pare, gespielt von Proshad Mandani, nichts von seiner fristlosen Kündigung erfährt, wird er unglücklicherweise für die Mamba gehalten. Sarivi, der nichts weiß, wie ihm geschieht, wird von dubiosen russischen Auftraggebern auf eine gefährliche Mission geschickt, die über Wien nach London und schließlich nach bis Casablanca führt. Dabei gerät er ins Fadenkreuz des neurotischen CIA-Agenten Bronski, gespielt von Christoph Maria Herbst, und macht sich zwangsläufig die echte Mamba zum Feind, bekommt es aber auch mit der hinreißend schönen Nachwuchsterroristin Scheherazade, gespielt von Melika Furutan, zu tun, die in dem vermeintlichen Profikiller ihr heldenhaftes Vorbild sieht. Gemeinsam gehen sie auf halsbrecherische Mission, die in einem fulminanten Showdown endet, in dem es um nicht weniger als alles geht. Ja, das ist im Grunde genommen die Geschichte von Die Mamba – Gefährlich lustig. Und was kann man jetzt eigentlich über den Film sagen? Ich habe mir den Film deshalb gekauft und angeschaut, weil ich eben ein Fan von Michael Nirvarani bin. Nicht unbedingt einer von Christoph Maria Herbst, aber Michael Nirvarani sehe ich gerne. Er ist ein österreichischer Kabarettist bzw. Comedian, den sehe ich besonders gerne. Und mit seinem österreichischen Wiener Schmäh, wenn man so sagt, funktioniert er wirklich tadellos und der trifft wirklich viele Gags in seinen Bühnenprogrammen, TV-Shows und Fernseh- bzw. Kinofilmen immer auf den Punkt. Nur da gibt es eben ein kleines Problem bei diesem Film, denn da funktioniert nämlich dieser unter Anführungszeichen hochdeutsche Witz nicht wirklich bei ihm und auch dieser ausländische Akzent funktioniert nicht wirklich und er hat mich nicht von den Socken gehauen. Was gibt es aber Positives zu sagen? Und das ist die Kulisse. Ich finde diese Kamerafahrten, die Kulisse an sich, finde ich extremst schön. Und auch einige Gags funktionieren wirklich so, damit ich habe lachen müssen. Aber viele haben mich vielleicht gerade mal zum Schmunzeln gebracht, bis er nur eine Reaktion von Null war bei mir. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich extrem schade, denn der Trailer hat mir richtig Lust auf den Film gemacht. Und als ich den dann gesehen habe, war ich eher enttäuscht, weil meine Erwartungen, wie gesagt, vom Trailer relativ hoch waren. Und da macht der Film, was macht eigentlich für Fehler, sagen wir so. Diese 92 Minuten ziehen sich ein bisschen wie ein Kaugummi und obwohl am Anfang kommt er schon mit solchen Gags, wo ich persönlich sagen muss, ich finde das überhaupt nicht witzig, ich finde das eher so unfreiwillig komisch und kommt überhaupt nicht jetzt da wie eine Komödie daher, sondern eher so wie gezwungenermaßen lustig. Und das ist eben extrem schade, denn ich finde den Film eigentlich gar nicht so schlecht, würden die Gags nicht irgendwie so lahm und zäh sein und auch der Film nicht irgendwie so halb sporadisch irgendwie, wir machen jetzt diesen Film. Und was ich auch noch dazu sagen muss, die Action ist irgendwie so gezwungenermaßen, das heißt treffend, der eine Agent auf den anderen Kontrahenten, dann merkt man schon, okay, jetzt gibt es Action und das ist irgendwie so gezwungenermaßen. Ja, es kommt nicht irgendwie so, okay, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet oder wie auch immer, es kommt kein Überraschungseffekt. Und es kommt irgendwie so à la James Bond drüber, aber irgendwie extremst schwach, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, und das ist im Grunde genommen die Mamba gefährlich lustig. Was kann man jetzt noch Fazit dazu sagen? Für alle Fans von Michael Levarani ist es meiner Meinung nach eine kleine Enttäuschung. Für Fans von Christoph Maria Herbst kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, ob das jetzt eine gute Leistung von ihm ist oder nicht, denn ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich einen zweiten Film von ihm gesehen, bis auf diesen. Aber wie gesagt, eine kleine Enttäuschung für alle Michael Nevarani-Fans. Soll heißen, die Mamba gefährlich lustig bekommt als Agenten-Action-Komödie mit ziemlich schwachen Gags, aber schöner Kulisse und leider zu wenig Gags, die funktionieren, bekommt dieser Film 4 von 10 möglichen Punkten. Das ist leider sehr schade und insgesamt ein Film, Leute, den müsst ihr euch wirklich nicht ansehen. Vielleicht, wie gesagt, ich sag's nochmal, für Fans von Christoph Maria Herbst und eventuell von Michael Nirvarani eine kleine Empfehlung, aber schraubt eure Erwartungen ziemlich runter, denn gesamt bekommt dieser Film leider nur 3 von 10 möglichen Punkten. Das war die Kritik, die Review zu Die Mamba gefährlich lustig. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Den Trailer gibt's unten. Alles in der Infobox. Tschüssi, Baba.